Die zwei Aldi-Unternehmen entschließen sich, zusammen die größte Umstrukturierung aller Zeiten im deutschen Fußball anzustoßen. Dazu haben die zwei Unternehmen einen Projektvorschlag ausgearbeitet, welchen sie dem DFL vorzeigen. Sie möchten die Bundesliga in eine Nord- und in eine Südliga einteilen. Sie sind überzeugt davon, dass dies den deutschen Fußball auf ein nächstes Level bringen wird. Wie würde das Ligasystem von da an funktionieren? Welche Liga wäre die stärkere von beiden? Hat das Konzept überhaupt Hand und Fuß? Beim Durchgehen dieses Vorschlages sind wir ins Staunen gekommen, denn diese Idee könnte die Bundesliga zur attraktivsten Liga Europas machen. Natürlich erstmal ein kleiner Disclaimer. Das Szenario von vorhin haben wir uns zunächst ausgedacht. In unserer gestarteten Umfrage haben die allermeisten von euch für ein Was wäre, wenn Deutschland in Nord und Süd geteilt wäre, abgestimmt. Schon in den Kommentaren wurde darüber diskutiert, ob die mittigen Bundesländer nun zu Nord- oder doch zu Süddeutschland gehören. Und naja, wie kann man dieses Problem besser lösen, als sich am sogenannten Aldi-Äquator zu orientieren? Je tiefer wir uns in dieses Thema begeben haben, desto interessanter wurde das Ganze. Wenn du in Zukunft keine weiteren Videos verpassen möchtest, lass gerne ein Like und ein Abo da. Aber lass uns keine Zeit mehr verlieren und anfangen. Da wir uns für dieses Gedankenexperiment am Aldi-Äquator bedienen, rollen wir erstmal die Geschichte von Aldi auf und versuchen zu erklären, warum das Unternehmen in zwei geteilt ist. Die zwei Brüder Theo Albrecht und Karl Albrecht übernahmen im Jahr 1945 das kleine Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern. Mit der Zeit bauten sie das Geschäft zu einer Handelskette aus, die bereits 10 Jahre später aus 100 Läden bestand. Aldi, was für Albrecht Discounter steht, zeichnete sich durch überschaubare Sortimente, schlichten und gleich aufgebauten Filialen und niedrigen Preisen aus. Die Aldi-Brüder sorgten für die Geburtsstunde der modernen Discounter, wie man sie heute kennt. Im Jahre 1961 folgte dann die Trennung zwischen den zwei Brüdern. Während Theo Albrecht von da an Nordfilialen führte, übernahm Karl Albrecht die Filialen im Süden. Der Hauptsitz von Aldi Nord befindet sich in Essen und der Hauptsitz von Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr. Theo und Karl, die ihr ganzes Leben von der Öffentlichkeit abschotteten, hielten den Grund für die Trennung geheim. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Beide Unternehmen machen jährlich einen Abermilliarden Umsatz, beschäftigen Dutzendtausend Mitarbeiter in ganz Europa und gehören zu den größten Discountern auf der Welt. In unserem Gedankenexperiment unterbreiten beide Unternehmen in Kooperation der DFL ein Angebot. Sie möchten die Bundesliga in eine Nord- und in eine Süd-Bundesliga einteilen. Aldi möchte dabei das Namenssponsoring übernehmen. Von da an soll es die Aldi Südliga und die Aldi Nordliga geben. Im Aufbau gestaltet es sich dann wie folgt. Beide Ligen sollen nach dem österreichischen Vorbild funktionieren. Dazu werden die jeweils 12 marktwerttechnisch wertvollsten Vereine aus Nord und Süd in einer eigenen Gruppe Platz nehmen. Entscheidet man sich dafür, wären es folgende 24 Vereine in der höchsten deutschen Spielklasse. Nach der Aufteilung sieht es dann so aus. Während die Nordliga einen Meisterschaftskampf zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund nahe hält, würden die Bayern ihre Dominanz in der Südliga fortsetzen. Für beide Gruppen startet quasi ein eigener Ligabetrieb. Sobald in jeder Liga nach 22 Spieltagen eine Hin- und Rückrunde ausgetragen wurde, stehen die ersten Tabellen fest. Und jetzt wird erneut aufgeteilt. Es kommen die ersten 6 in eine sogenannte Meisterschaftsgruppe und die letzten 6 in eine Qualifikationsgruppe. In diesen neuen 4 Gruppen werden die Punkte der Vereine halbiert und sie spielen erneut eine Hin- und Rückrunde gegeneinander, sodass pro Gruppe weitere 10 Partien stattfinden. Mit Abschluss dieser 10 Spiele erhalten wir die endgültigen Abschlusstabellen. Nach also 32 gespielten Partien haben wir jeweils einen Nord- und Südmeister und 2 Vizemeister, die allesamt in die Champions League einziehen. Die Plätze 3 und 4 kommen in die sogenannten Europa League Playoff-Spiele. Die Vereine auf Platz 5 kommen in die Conference League Playoffs und treten gegen die Erstplatzierten der Qualifikationsgruppe an. Somit sorgt man dafür, dass in der Qualifikationsgruppe nicht nur um die goldene Ananas gespielt wird, sondern es noch um europäische Plätze geht. Die Gewinner aus den Duellen treten dann in einem Finale um die europäischen Wettbewerbe an. Während die 2 Letztplatzierten der Abschlusstabellen mit einem direkten Abstieg den Weg nach unten antreten, spielen die Plätze 11 aus Nord und Süd gegeneinander eine Relegation, um einen Abstieg zu verhindern. Nicht zu vergessen ist dann natürlich auch noch das Entscheidungsspiel zwischen dem Nord- und Südmeister, um einen gesamtdeutschen Meister zu ermitteln, der die Bundesliga-Schale ausgehändigt bekommt. Dieses Ligasystem soll dafür sorgen, die Liga bis zum Ende spannender zu gestalten. Auch ein Vorteil solch einer Liga ist es, dass Derbys wie das Revierderby und das Nordderby gefördert werden. In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels sollen somit auch längere Fahrten verhindert werden und regionalere Spiele stattfinden.
Mit Umsetzen dieser Idee würde die Bundesliga nicht mehr knapp 4,09 Milliarden Euro, sondern 4,25 Milliarden Euro wert sein, da die Kapazität von 18 auf 22 gesteigert werden würde. Dabei würde die Südliga mit einem Wert von knapp 2,6 Milliarden Euro den 5. Platz in Europa einnehmen und die Nordliga mit 1,66 den 6. Platz. Beide würden Portugal hinter sich lassen und hinter die Ligue 1 treten. Allerdings ist das nur theoretisch, da zwar die Liga in zwei Gruppen unterteilt wird, doch dann unter dem Namen Aldi Bundesliga weiterhin auftritt. Wie immer in unseren Gedankenexperimenten schauen wir uns die daraus resultierenden Nationalmannschaften an. Dafür stellen wir zwei 24 Mann große Kader auf, mit Spielern, deren Geburtsort Nord- bzw. Süddeutschland ist. Für die Nordmannschaft graben wir ein klassisches 4-2-3-1 aus und stellen folgende marktwerttechnisch stärksten Spieler auf. Im Tor Manuel Neuer. Eine Verteidigung aus Udukai, Klostermann, Tah und Rüdiger. Auf der Doppel-6 Gündoğan und Goretzka. Auf der 10 Julian Brandt. Auf den Flügeln Sané und Reus und im Sturm Lukas Metscher. Als Reserve haben wir dann noch Nübel, Mate, Friedrich, Jannelt, Stach, Arnold, Demirbay, Andrich, Mukhtar, Schade, Knauf, Draxler und Dennis Undaf. Die Südmannschaft stellen wir in einem etwas offensiveren 4-3-3 auf. Im Tor Ter Stegen, als Linksverteidiger Raum und auf rechts Henrichs. Innenverteidiger-Duo aus Süle und Schlotterbeck. Auf den zentralen Positionen Musiala und Kimmich und auf der 10 Havertz. Auf den Flügeln Gnabry und Wirtz und in der Sturmspitze Timo Werner. Als Reserve haben wir diesmal Vlachodimos, Kehrer, Ginter, Baku, Gosens, Can, Weigel, Calhanoglu, Neuhaus, Pasalic, Adeyemi, Müller und Volland dabei. Während das Nordteam um Neuer, Sané und Rüdiger 472 Millionen Euro wert ist, erreicht das Südteam einen Marktwert von 816 Millionen Euro. Somit landet die Nordmannschaft im Kampf um Platz 10 mit der Niederlande, während die Südmannschaft Platz 5 anpeilt. Offensichtlich ist, dass die Südmannschaft eine bessere Mannschaft auf den Platz stellen kann. So verhält es sich auch bei den bisherigen Erfolgen der zwei einzelnen Hälften. Während Norddeutschland insgesamt zweimal die Champions League, einmal die Europa League und 14 Meistertitel in der Bundesliga einfahren konnte, übertrumpft die Südhälfte mit 6 Champions League-Titeln, 5 Europa League-Titeln und 45 Meistertiteln. Und ja klar, dabei tut der FC Bayern ihr Nötiges. Dann kommen wir auch schon zur Frage, ob in den beiden einzelnen Hälften jeweils eigenständig WMs ausgetragen werden können. Und naja, was soll man dazu sagen? Beide Hälften haben dutzende riesige Fußballtempel und könnten eine WM austragen. Allerdings könnte es mit den immer größer werdenden Weltmeisterschaften natürlich sein, dass noch mehr größere Stadien benötigt werden. Um das bewältigen zu können, könnte man entweder gemeinsam eine WM austragen oder bereits bestehende Stadien ausbauen. Wie fandet ihr das Gedankenexperiment mit Nord- und Süddeutschland? Findet ihr, das Ligasystem hat eine ernsthafte Daseinsberechtigung? Und welches Szenario sollen wir im nächsten Video durchleuchten? Schreibt uns gerne deine Idee in die Kommentare. Und jetzt ist hier links die Was-wäre-wenn-Playlist verlinkt, in der du weitere solche Videos finden kannst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Sonntag bei der Fußball-Talk. Ciao.